Dennis Wucherer setzt bei Würzburg auf viele Ballhändler. Das zeigt sich auch in folgendem Spielzug, der viele Ausstiege vorsieht. Durchgelaufen sieht das Play wie folgt aus. Center Gabriel Olaschini rotiert zum Flügel und erhält den Ball. Der Aufbauspieler schneidet vorbei. Auf der Weak Side stellt der Vierer einen Cross-Screen. Olaschini passt auf Richter. Die eine Seite wird kurz überlagert. Nach dem ersten Cut kommt Wells via Pindown von Olaschini nach oben. Über den Center landet der Ball beim Guard. Wells und Olaschini laufen abschließend das Pick and Roll. Vier weitere Ausstiege gibt es in der Videoanalyse auf basketball.de. Mit Foul and one.